So, Uwe hat mir lieb gebeten, mal ein paar Nudeln zu machen. Erstmal etwas schön warm Wasser. Noch kalt, ja. Jetzt wollen wir mal gucken. Soll er kriegen. Da sollen wir nicht dran sparen. Sieht gut aus. Riecht auch gut. Chili, das ist sehr gut, sehr scharf. Der Uwe ist so und so nicht ganz so scharf mehr. Ach, Mann. Das ist ein Einerlei. Da ist Paprika drin, da ist Gurke drin. Das ist lecker. Früher haben die Menschen viel, viel Nudeln gegessen. Es gab ja auch früher Teigwaren, waren ja auch die Nudeln gemacht worden und so weiter. Vor hunderten Jahren gab es aber nicht die Kartoffeln. Die wurden erst eingeliefert damals. Dann haben die Kartoffeln gegessen. Das darf man nicht vergessen. Da wurde hier sowas gegessen. Nudeln, Teigware hieß es ja damals. Da wollen wir mal reingucken. Ach, fantastisch. Jetzt gehen sie auf. Ah, da wird der Uwe sich gleich freuen. Eine Nudel erkennt man, wann die gar wird. Jede Nudel ist eine andere Garzeit und wann die gar wird, sehe ich. Bei den Nudeln, die geht hier in die Mitte hoch, dann wird sie so, dann legt sie sich etwas, dann ist sie gar. Bei einer anderen Nudel weiß ich, dass ich die Temperatur nicht nehmen kann und auch nicht so lange. Aber ich sehe nach der Farbe und wie die aussieht, weiß ich, die ist gar. Und jede Nudel kriege ich richtig hin. Ich bin eben ein Nudelesser. Ach, herrlich. Wie so eine Wellnessbad oder so, wo das Wasser so hoch und runter geht. Oder bei den Japanern, da tun sich auch die da ganz reinlegen in heißem Wasser. Aber ganz heiß nicht, gell? Fantastisch, fantastisch. Ja, diese Nudeln, die sind so gewunden und so gedreht mehr. Die Nudeln ist dadurch gut, wenn man Soße dran macht und so weiter, setzt sich die Soße rein. Du fließt sie nicht runter. Unwahrscheinlich lecker. Dann bleibt mir die Soße dran, die ist nicht trocken. Also ist unsere Lieblingsnudel. Logisch. Und für die Lieblingsnudeln à la Peter unterbricht Manni sogar das Roh80 Wellnessprogramm. So, wollen wir probieren. Da wird man mit der Zeit aber Nudeln kriegen wir mal. Fred nach dem letzten Mal. Fantastisch, gell? Dann kommt es wieder. Und wenn ihr gut gegessen habt, werden wir uns nachher was mit dem Roh80. Ja, ich habe eine Idee. Lassen. Ja, sieh. Ich habe in der Betriebsanleitung geguckt, nicht viel mehr in die Zulassung. Und darauf steht in dem Brief, also im Brief hier mal reinguckt, da steht 180 Endgeschwindigkeit. Und da will ich mal ausprobieren, ob er das läuft. Dann fahren wir auf der Autobahn nochmal. Testen wir mal, gell? Ja, gerade der Wankel. Hahaha, schön! Einfach mal testen, vielleicht. Wusste ich überhaupt nicht. Wird er ja sehen. Aber ich glaube, niemals zu 180 bringt. Das darf doch, steht drin im Brief. Uwe, warte ab. Du hast damals auch das eine behauptet und hat geklappt. Da haben wir die Recht gehabt. Eine Frage. Erst warten, ja? Wenn ich jetzt die Autobahn fahre, willst du auch noch irgendwas machen mit dem Wagen? Den Wagen an für sich nicht. Okay. Ich will was mit dem Wagen machen. Ein riesiges Ei. Mit Sahne drauf und so weiter. Zum großen kriegt ihr, Ein doppelt super Ei. Ich will nur gefahren werden von euch. Ich will ich fahr sehen. Ich fahre dich. Ich will ja auch vorher einen Test machen. Das ist nett. Ich will endlich mal sehen, was ein Wankel bringt. Du fährst uns und wir spendieren das wieder Eis. Okay? Mach ich ein ordentliches Eis, mit Sahne. Junge. Mit Sahne! Ja. Machen wir. Aber muss er Heide bringen? Wie hast du den Uwe? Wie geht der hinterher? Jungs, wir sind gemundet. Da wollte auch mal allerhöchste Eis mal wieder Nudeln zu essen. Richtig. Aber gut, die Soße war mit dabei wieder. Ja? Peter? Jetzt lass das Ding da drüben. Ich muss weiterarbeiten. Bis gleich, ich muss weiter. Bis später. Ich fühle mich wohl einfach. Jungs, machen wir etwas nicker. Einen schönen Frühlingsschlaf. Kennst du die Tiere, die Bären, die dicken Bären, boah? Die machen einen Winterschlaf, aber keinen Frühlingsschlaf. Die gehen in der Höhle und machen Winterschlaf. Nein, der Bär macht erst einen Frühlingsschlaf, nur ein paar Minuten. Und dann wächst er auf und ist viel, viel stärker. So siehst du mir auch aus, Peter. Du sagst.